Assalamu alaikum, meine Lieben. Eid Mubarak. Es ist noch dunkel, wie man sieht. Ich habe jetzt nicht meine Klamotten an, weil wir gehen jetzt beten. Ja? Okay, der sagt, warte. Auf jeden Fall, ja, gehe ich jetzt zu Nafisi. Oder das Licht, so. Gehe ich jetzt zu Nafisi und dann nehmen wir die ganzen Kinder mit und dann gehen wir beten. So, wir haben alle zusammen getrommelt. Und die laufen so vor und jetzt sind wir auf dem Weg dahin. Es ist so 5.30 Uhr jetzt. Und das Gebet beginnt um 6 Uhr. بتزيح بعض على فكري انا عند الفات عملوا كده ووقعوني اني بحس حتى هيك او صدر روحي ما بس بشيء بس كنت حق لنا أن نفرح أن وفقنا الله عز وجل للإيمان حق لنا أن نفرح أن بلغنا رمضان صلى الله عليه وسلم لما رأينا إخواننا على أرض الإسلام شردوا رأينا إخواننا على أرض الإسلام أعراضهم لما رأينا أن إخواننا على أرض الإسلام
Wir sind wieder zurück. Die haben noch Ballons da gemacht. Und jeder hat sich einen Ballon geschnappt. Minnie ist den Männern hinterher gerannt, hat sich offen geholt. Ah, die hat auch so einen Ring und der ist jetzt zu groß. Der fällt die ganze Zeit runter. Ja. Wir haben gebetet. Das war richtig schön. Ich freue mich. Und jetzt gehen wir uns anziehen, weil wir haben ja nicht das Lipsied an. Ja. Hallo? Bye. 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 Wer kommt uns besuchen? Hi, hi, grüß an uns. Hey. Wir hocken hier immer noch. Wir haben alles. Ah, ja. So, wir gehen jetzt nach Sharga mit allen Mädels. Die denkt, ich habe so ein Video. Wir sind gerade auf dem Weg
منا المدام منا طلع طير زي كده غنت بجينيت nach Scharga und gucken da und holen wir uns noch was Süßes. Ja. Diesmal ist nicht so schön das Fest. Masche. Auf jeden Fall, Amna sagt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, auf Deutsch heißt es ähnlich wie frohes neues Jahr, glaube ich. Dieses Jahr ist es nicht so schön, finde ich, weil ich bin jetzt älter geworden, dann ist es jetzt nicht mehr so toll. Aber trotzdem muss ich. Ben, Tamasaur, Kumani. Ich filme mich jetzt. Amina, Tarjimini, Tulia. Hi. Guck mal, die Mini hat sich selber Henna-Tattoo gemacht. Masha'Allah. Da ist die Schule. Wir gehen da nicht noch. Wir haben so, man muss, das sind so Dinge, da pustet man rein und dann schlägt man sie auf den Boden, da ist glaube ich Tabak drin und dann machen sie PAM! Ja, auf jeden Fall, ja, und das ist auch ohne Feuer, ungefährlich, ja, ihr drückt. انا كده انا عايزه اضرب صورين انا بديك الجنيه يا كوكو تعالي بس في الظل هناك دي جيب مي jetzt einen von ihren weil eins kostet 1 Pfund ich habe mir 5 geholt ja und die waren echt Spaß ja mehr habe ich nicht zu sagen dazu Farin sorry nicht Seht ihr, manche holen sich Ramennudeln. Manche essen die auch roh. Ja. Und so machen wir uns unseren schönen Tag. No, Schokolade, die hat sich jetzt Saft geholt und will, dass ich auch trinke. Yalla! Hi! Hi! Da machen die auch die. Ja, Ben! Oh, Amni. Yalla, Nafisi. Yalla. Was hat sie? War die nicht dir? Was hat? Da könnt ihr sehen, was drin ist. Emski, ja. Da fühlt sie. So, wie jetzt. Da sind Steine. Und so Papier. So richtig dünnes Papier. Guck dir schon ein? Ja, hier. Darf ich selber mal gehen? Ja, das ist. Und die will immer, dass ich mitesse. No. Da kommen schon die nächsten mit den Rahmen. Jeder hat das doch geholt. Tani. Yalla. Tani, yalla. Hey! Nicht stark genug geschlagen. Die will das machen, aber. Ich will das machen, aber. Ich will das machen, aber. Ich will das machen, aber.
اضربي Sie guckt, ich bin der Dummkopf, ich krieg nichts nach. Und die hocken sich nach. Die hat noch solche, eine Rakete. 5 Pfund. يلا أول ما نروح أمي اسمينو سلوان ياجر اسمينو سلوان كوم دلنا عندي نخ غامن شبيتة يا بس طيبة طيبة انت بصحة سلامة واي صار يا جماعة تاكل اندامي يا حبايبي يا روحي يا امني لا مش عاوز في اي عربيه في اي حاجه وراي لا ابو اول ما تكون في حاجه قولوا لي انا مهمه مالك يا اسماء باي باي اكدر الزفت عينيا يا جماعه اقول لك اديكم 15 جنيه البرد جايبه اول مره شنو قلنا جبنا على الدوم لو قاعده في الشمس اهو يا شمال يا شنو انت جاي مكمل اكتر واحدة والثانية اما انا جنبك ich habe ja diesen Kiwis Spirit Spots wie auch immer das heißt mit den Rahmen gemischt und dann hat sie es probiert und jetzt hat sie Bauchschmerzen aber es schmeckt ihr trotzdem und sie probiert es jetzt nochmal Das ist ein Kiwi. Sprudeldings da. Und der Vogel hat sein Hinterlassen. Gib mir den Löffel, die tut es wirklich. Ich habe heute schon 2 Süßigkeiten bekommen. Ja, die erste habe ich dem Jonas gegeben und die zweite esse ich jetzt selber. Die ist mit Karamell, Schokolade mit Karamell. Ja. Ja, es ist sehr heiß. Es ist schon heißer geworden. Ja. Es ist, glaube ich, schon, sagen wir so 10 bis 11 Uhr, denke ich. Und die macht die Kacke. Die zählt ihr. Ihr Vermögen. Komm, Mini. Ich muss zählen. Stand auf und wollen jetzt ein. Da geht du. Lass uns duschen. Jeder zählt dein Vermögen. Masha Allah. 85 Pfund. Das sind so umgerechnet, sagen wir, 2 Euro. Hat ja eine Dom, hat ja. 10, 20, 30, 40. Die hat genau, glaube ich, 2 Euro noch was. Hatte ich. Jetzt sehe ich es wieder. Amani. Wallahi Amani. 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 Oh wow. Masha Allah. 30.
وخمسة ثلاثة دقيقة كده راح يسهل كده الزبط ويقول لكم النملة بعد عدهم أني؟ خذ في عشرين في خمسة منها أنا عدهم خذ أنا أستغفر الله العظيم 100 و 76 80 90 110 120 140 150 160 جنيه ما شاء الله 160 دولار برضو ها 160 246 das sind sagen wir so 6 bis 7 Euro hat sie. Mashallah, خلاص خلاص. Meine süßen Mäuse. Mal kurz hier aus. Kleine und Licht an. Man muss dich doch auch filmen. Also, erstmal, Mashallah, wunderschön. Einmal drehen, bitte. Mashallah. Oh, Enti. Wow. Den, ja, lass mir die Kleider angucken. Wow, wow, wow. Und, das Glitzerding. Habibti und Enti. Und die haben die gleichen Schuhe, gell? Haben die gleichen Schuhe? Nee. Mich sehe Bad, Olli. Na, Mashallah. Lif, habe bitte, Lif. Liffey. Liffey, Oleja. Oh, die. Ja, die ist aber püpp, die klein. Guck mal, die schöne Tasche. Das ist ein Solobett, gell? Solobett. Wow. Wunderschön, Mabrukin. Also, Kolosano, Ente, Tayebin. Wendy Taeva. Oh, ich bin. Younes geht mit euch zum Mashrua, habe ich verstanden. Murasha. Wieso geht Abudi alleine dann mit Younes? Ja. Och, Habibti. Also, wir waren da schon, die letzten zwei Jahre waren wir dort. Ja, und. Und sowieso nach Fisi will nicht gehen, weil die. Und Mini erlaubt es ihrer Mutter nicht. Nur Amna zum Beispiel. Und Asma wollen wir. Okay, und jetzt? Und ich will. Wo ist Younes? Der ist, glaube ich, mit seinen Freunden gegangen. Freundin, der hat gesagt, die sind alle in Naga Hammadi. Hamada und Abudi, ich weiß nicht. Zu dritt. Ahmed ist auch da, Anas ist auch da. Ah, okay. Da. Weil er hat gesagt, alle sind gegangen. Habe ich gesagt, ich erlaube es ihm nicht. Die von Kapsa, diese. Nicht okay. Die größeren Jungs, nicht die okay Jungs. Gut. Also, das Kleid steht dir einfach Wahnsinn. Komm. Wir waren beim Arabischlehrer und der hat uns auch eine Idee gegeben. Echt? Mhm. Mashallah. Wund, wie eine Prinzessin bist du. Neue Warte Scheiße. Mal, guck dir da. Einmal Foto. Habib, die Ohren mit gucken. Geld. Er hatte auch Dings dahin gemacht, warte. Noch ist doch egal. Habt ihr vom Baba auch schon Geld gekriegt, die Kinder? Ich hab's gekriegt. Okay, alles klar. Moment. So, unser Tisch ist voller Süßspeisen. Einmal Kanafa. Einmal Basbousa. Also. Ne? Von den Schwägerinnen. Und die Selua hat den Teller für uns gekauft, also gebracht. Na, die hat diesmal nichts selber gemacht. Ich denke mal nicht, dass das selber gemacht ist. Das sieht gekauft aus. Ne? Super. Basbousa, Kanafa und Betty Four, Kahk. Was weiß ich, wie das alles heißt hier. Auf jeden Fall schmeckt's gut. Ah, Leute, bin ich happy. Aber ich bin immer noch krank.
سبحان الله الحمد لله. Mein kleines Baby hat so eine schöne Hose an. Ich liebe diese Hose. Nee, Jonas. Du kommst was ist denn das hier? Ich habe damit Haares getan. Mit der Mama. Jonas Nagahamadi geht nicht. Und dein Vater ist jetzt ins Bett gegangen. Der ist fix und fertig. Und wir gehen nicht nach Nagahamadi. Mama, alle Kinder sind dort. Und was ich mache in Chauria? Das stimmt doch gar nicht. Der Hamada ist da. Der Anas, nein, der Mohammed. Der will nicht mit mir. Der sind mit seinen Boys. Ja, mit einem Jungen und zwei Mädchen. Mhm. Und sag mir noch wieder. Abudi? Abudi, keine Ahnung, wo der ist. Der ist zu Hause gekippt. Der sagt mir, Junge, ich gehe zuerst. Ich bin wach. Und ich hey, Mama, der Abudi ist wie ein alter Opa. Der hat mir gesagt, wir machen mit Tüte. Der hat mir gesagt, lass mich, Jonas, ich will gehen zu Hause trinken Chai. Wie ein alter Opa ist der Abudi. Reden, dann. Jetzt ist er fertig mit dem Chai, dann tut euch ein Tuk-Tuk leihen. Nein, ich will nicht wieder jetzt. Klaas, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust. Sag mir, wieder. Nein. Warst du in Mashrua? Nein. Hör auf. Sag mir, wieder. Ich weiß es nicht. Ach, niemand ist da. Die kommen noch, Jonas. Es dauert nicht lang. Übrigens, glaubst du, du findest deine Kumpels in Nagahamadi? Ja, sollen? Ich weiß. Die sind immer bei Kharzeman. Dort sind dort die Leute bei der Aruse. Die Leute holen die Musik und die Sachen und die machen es für die Kinder. Dort meinst du? Ja. Sowas kann man abends machen, aber nicht morgens früh. Mama. Abends niemand da. Abends ist die ganze Stadt voll mit Leuten. Wetten? Oh, wetten. Aber lau ich finde niemand, du gibst mir 1000 Pfund. Und du, was gibst du mir? 200 Pfund. Ja, super Wette. Ja. Nee, wir wetten nicht um Geld. Erb. Ah, also echt, Mama, niemand. Mama, bitte? Ich will zu einer Kamera gehen. Bitte, Mama. Nein, Jonas. Und Jenny wollte nicht in Mutter schauen, ich habe mit sie eine. Bitte Mama, sag mir Jenny, die geht mit. Sagte Shani, geht zu Marasha mit dem Abudi, dass ihr was zu tun habt. Bring die Shani mal zu mir. Ja, ganz viele Kinder. Ja, Mädchen. Wie viele Kinder? Die 100 Kinder, die Mädchen halt zusammen. 20 ja. Shani, keine Blume. Wo sitzen die da? Was machen die da? Komm her, wo sitzen sie? Mach Türe zu, die ganzen Fliegen kommen rein. Oh, ich hasse das. So. Die hört mich nicht. Gib mal das Feuerzeug. Wo kommt? Benutze das für was? Warum? Die kleinen Raketen da. Es gibt so eine Bombe, 10 Pfund. Mausi, tu doch dem Jonas den Gefallen. Geh mit deinen Mädchen und nimm den Abudi und geht einmal zum Mashrua und kommt Marasha wieder. Bitte, bitte, bitte. Marasha. Es ist weit weg, Mama. Es ist jetzt voll heiß draußen. Geh raus in die Sonne. Wir sitzen hier im Dulla. Dulla, das heißt Schatten. Und, Renke, die? Echt? Ich kann man nicht. Da gab es dieses Jahr viele Todesfälle. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es gibt da viele Todesfälle. Hast du gehört? Mama, du weißt es von ich nicht sagen, das wusste geht, ich nicht. Aber ich jetzt, hallo, dieses Jahr. Ja. Ich weiß es auch, Mama, du weißt es jetzt nicht. Was für Todesfälle, das weiß ich doch nicht. Die zwei Brücke Brüder. Ist irgendwie komisch, wo sie da drauf wollen. Davon sind richtig viele runtergefallen. Echt? Sind gestorben, durch Strömungen. Und die sagen, da ist irgendwie ein Geist, aber das glaube ich nicht. Der zieht die Leute so runter. Aber ist ein Geist. Ja. Und es waren zwei Zwillinge und einer ist runtergefallen im Meer und niemand hat ihn, der war hin, der war um und die Hine hat ihn runtergeholt. Die Strömung. Und sowieso ist es gefährlich mit diesem Marasha, weil man kann da. Ich hab gesehen. Man fliegt runter und ich bin da gegangen ohne Jungs, weil ich weiß, dass was passieren kann. Und wenn ich alleine bin, dann kann ihr ich. Ihr geht da überhaupt nie wieder, will ich das Wort hören, Marasha oder Barasha.
Jetzt reicht's. Spinnst du? Du hast es kaputt gemacht. Gib mal das Feuerzeug her, Jonas. Am Eid kein Stress machen. Gib das Feuerzeug. Braha, 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 braha. Ihr macht jetzt, ihr nehmt jetzt einen Mut. Gibt es das Feuerzeug, das letzte Mal. Also nee, Marlboro kann man. Was hat das gekostet? 7 Pfund. Balasch. Willig. Macht, nehmt doch ein Tuk-Tuk alle. Weißt du, wie viel es kostet? Jonas und Abudi wollten fahren. Weißt du, wie viel einer bezahlen soll? Ha? 50 Pfund. Letztes Jahr haben wir 1,5 Pfund bezahlt. Salam alaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Sowieso die Mütter verbieten es, weil die Tuk-Tuk-Jungs, die sind nicht okay. Zuerst. Erstens. Ein Junge, der Mann, ich habe mir gesagt, ich und Abudi. Der hat mir gesagt, ich habe gesagt, ich will Tuk-Tuk. So Ballett, Jan. Mhm. Dann hat er gesagt, wie viel? Ich habe gesagt, 2. Dann hat er gesagt, mein Vater, das ist über so 50 Pfund. Hol ganz viele Kinder und über Kinder, dann könnt ihr teilen. Dann mach doch. Ja, meine Lieben, und die Mama liegt immer noch im Bett. Es ist Eid. Die Mamina und Jonas und Baba, Selwa und die ganzen anderen Kinder sind jetzt zum Aluminium gefahren. Baba kauft ein und Selwa geht mit den Kindern zum Melahi. Das ist dieser Rummelplatz. Und dann dürfen sie sich austoben heute am Eid. Und ich liege noch im Bett. Ich bin total fertig. Bin nur am Liegen. Mir tut schon alles weh, aber ich komme nicht in die Gänge. Keine Ahnung, ja. Also, trotzdem, die haben heiden Spaß heute und morgen seht ihr den zweiten Teil von was heute noch hier passiert ist. Und ja, wir haben jetzt 3 Tage Eid und ich hoffe, mir geht's bald besser, inshallah. Also, liebe Grüße, Masalema, bye bye, Eid Mubarak.